Ja, dann herzlich willkommen zur letzten Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres heutigen Spiels des SC Saarbrücken gegen TSV Alvelse im Stand 2 zu 2 vor 4.800 pandemischen Zuschauern. Es bleibt dabei, der Ludwigspark sieht nur spannende Spiele. Das wollen wir hier analysieren mit unserem Gästetrainer Günther Ziel und mit heute ausnahmsweise Bernd Hensoldt. Das erste Wort hat natürlich unser Gast. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Kurze Korrektur, es heißt TSV Havelse, nicht Havelse. Aber das ist nur eine Nebensächlichkeit. Ich glaube, wir haben heute ein sehr spannendes Spiel gesehen, wo wir, wie geplant, im Grunde auch ähnliche Spielanteile hatten in der ersten Halbzeit wie Saarbrücken auch. Ausgeglichen Ballbesitz, hatten aber da gerade in der ersten Halbzeit noch wenig Ideen nach vorne. Aber war einfach so, dass wir nach dem 0-1, das glaube ich auch ein Handspiel mit dem Spiel war, dann so eine kleine Druckphase hatten, wo wir mehr dann im gegnerischen 16er waren, aber nicht zwingend genug waren, um da wirklich auch ein Tor zu erzielen. Und zweite Halbzeit direkt eine Möglichkeit haben, nach einer Minute im Grunde einen Ausgleich zu erzielen. Und dann aber auch Glück hatten, die 10 Minuten nach der Pause, dass wir dann nicht das 2-0 kassieren. Und ab dann war es einfach so, dass wir wirklich wieder richtig gut drin waren im Spiel, haben Bälle erobert, haben dann auch Umschaltmomente gehabt, wo wir gefährlich waren, erzielen den Ausgleich. Und gerade in der Phase hat man, glaube ich, gemerkt, eine Verunsicherung in der Saarbrücker Mannschaft, wo strukturiertes Spiel nach vorne dann schwierig war, wo immer leichte Ballverluste drin waren und wo wir dann auch in der Phase das 2-1 machen. Und ab dann war klar, dass wir Saarbrücken ein bisschen geärgert haben und dann sehr viel Druck ausgeübt wurde. Und dann auch das 2-2 nach einem Freistoß fällt. Und zur Wahrheit gehört einfach, dass wir dann auch Glück hatten in der Phase, dass dann ein paar Momente einfach drin waren, wo wir das dritte Tor kassieren können. Im letzten Moment klären. Situation, die dann vielleicht auch mal reingehen kann, weil der übers Tor geschossen wird, wo wir Glück hatten und am Ende eine sehr, sehr gute Moral hatten, wenige Umschaltmomente dann gegen Ende und trotzdem dann diese eine Aktion in der Nachspielzeit beim Spielstand von 2 zu 2, glaube ich, wäre es jetzt in den Bildern, also ich habe es während dem Spiel schon, war für mich eine klare Entscheidung, ich habe es auf den Bildern auch schon gesehen, wo wir beim Spielstand von 2 zu 2 einen klaren Elfmeter kriegen müssen. Klar, vorher ein bisschen Glück gehabt, nicht in Rückstand zu geraten, aber da war einfach die Situation, das Ausgleich und wir müssen einen Elfmeter kriegen. Und dann ist einfach sehr, sehr ärgerlich und es ist wieder zum wiederholten Male, dass wir ja, benachteiligt werden auch. Ist nun mal so. Ich glaube, es ist für mich eine Premiere, dass ich über einen Schiedsrichter spreche, aber das ist halt so eine Situation, die im Spiel schon für mich klar war. In der Nachspielzeit nicht gepfiffen wird, ist halt ärgerlich. Und ich glaube, da fehlt dann auch einfach der Mut von einem jungen Schiedsrichter. Tabellenletzter spielt bei einem Aufstiegsanwärter vor knapp 5.000 Zuschauern. Und dort war eine klare Aktion. Und deswegen ist einfach ärgerlich, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen haben, den Elfmeter zu schießen. Am Ende steht für uns ein Punkt, was als Tabellenletzter, glaube ich, in Ordnung ist, wo wir sagen können, das passt. Und trotzdem wissen wir auch, unser Abstand zum Rettenden Ufer ist sehr groß, deswegen hätte ich mich über die Möglichkeit auf 3 Punkte sehr, sehr gefreut. Am Ende muss man aber auch konstatieren, dass dann Saarbrücken gerade gegen Ende dann sehr viel Druck ausgeübt hatte. Und ich glaube, dass das 2-2 dann auch ein gerechtes Ergebnis ist. Dankeschön. Vielen Dank, Bernd. Wir haben ja lange vorher davor gewarnt, uns nicht von der Tabellensituation blenden zu lassen. Und genauso ist es auch gekommen. Ja, ich glaube, das hat das Spiel heute auch gezeigt. Wir haben vorher davor gewarnt, wenn wir Räume freigeben, dass sie gute Umschaltmomente haben. Ich habe da bei der anderen Pressekonferenz ja schon Lakenmacher Froese als schnelle Spieler bezeichnet, ein guter Athlet. Und der Lakenmacher macht ja auch ein Tor, wo er nur begleitet wird. In der ersten Halbzeit haben wir eigentlich gut kompakt gestanden. Das wollten wir, haben wenig zugelassen, wollten dann selber Nadelstiche setzen, mit Aktionen Torchancen generieren, machen das 1-0. Ich sage mal, haben das Spiel auch relativ im Griff, aber spielen natürlich zu wenig Chancen raus. In der zweiten Halbzeit
wie Rüdiger schon sagte, haben wir kurz Glück in der Anfangsphase. Dann haben wir ganz gute Aktionen, die wir aber nicht belohnen. Dann kommt das 1-1, wo wir nur Lack machen, nur begleiten, der das Tor wunderbar macht mit seiner Athletik. Aber das müssen wir natürlich vorher unterbrechen. Wir dürfen ihn gar nicht so lange mit Ball laufen lassen. Dann lassen wir vielleicht ein bisschen die Köpfe hängen. Also ich hatte das Gefühl, dass wir dann ein bisschen inaktiv sind, nicht mehr so viel Selbstvertrauen haben. Legen Ball selber das 2-1 vor, indem wir den Ball einfach mit dem Einwurf zum Gegner werfen. Sowas darf natürlich nicht passieren, ist ein ganz gravierender Fehler. Und so liegen wir 1-2 hinten, müssen dann handeln. Ich denke, mit den ganzen Auswechslungen haben wir viel Offensivkraft und viel Tempo nochmal generiert, sind dann gut wiedergekommen, haben viele Chancen herausgespielt. Steinkötter kann alleine vielleicht noch zwei machen.